Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Habe ich meinen Vorstand gedreht? Weiß ich nicht, glaube ich erstmal nicht. Erstmal im ersten Schritt. Die Frage ist, was kann ein Vorstand, was kann die Führungsebene in einem Unternehmen bewirken, was sie heute noch nicht bewirken kann? Also wir reden immer von Digitalisierung und schauen ganz schnell auf Geschäftsprozesse, wir schauen ganz schnell natürlich auf die Leute, für die wir verantwortlich sind und überlegen uns, was müssen wir für die machen, dass die digital können. Und ich würde ganz gern das Ganze mal umdrehen. Die Continental ist bloß ganz kurz 215.000 Leute, Tendenz steigend, wie Winfried schon gesagt hat. Also wir haben in den letzten 10 Jahren ungefähr 100 Firmen akquiriert und in der Größenordnung 50.000, 60.000 Leute. Also das ist ein sehr buntes Unternehmen, ganz große Diversität. Können sich vorstellen, dass HR da schon allein mit Harmonisierung von HR-Systemen deutlich beschäftigt ist. Weltweit Diversität ist für mich persönlich, und ich bin selber seit 89 in dem Unternehmen, erlebt in den ersten 15 Jahren als, oh mein Gott, wie kompliziert und was für ein Problem. Für mich persönlich ist in der Diversität, die wir haben, sei es jetzt innerhalb der Firma oder sei es innerhalb der Welt, eigentlich genau die Lösung oder ein Ansatz der Lösung, die wir heute brauchen. Wir müssen diese Komplexität, die durch Diversität entsteht, nicht versuchen, auf klein und einfach zu machen, sondern den Reichtum, der da drin steckt, in irgendeiner Form zu heben. Dazu möchte ich einfach jeden mal als Gedankenbild einzuladen, wenn wieder irgendwas kommt, jetzt habe ich hier 5 Meinungen, dann nicht zu sagen, wie mache ich eine draus, sondern wie kriege ich es hin, dass diese 5 Meinungen stehen bleiben können und dass diese 5 Meinungen vielleicht etwas bereichern. Am Schluss muss vielleicht eine Entscheidung getroffen werden, aber vielleicht muss die nicht gegen alle, sondern vielleicht kann man die irgendwo mit allen treffen und dann irgendwo so eine Kompromissfähigkeit einfach auch einzuüben. Continental selber ist in 5 große Divisionen aufgeteilt. Und wenn Sie da so ein bisschen hinschauen, die meisten kennen Continental vermutlich immer noch als Reifenhersteller. Das ist ein Teilbereich noch der Continental. Wenn Sie sich die anderen Produkte anschauen, ContiTech, Interior, Powertrain, Chassis und Safety, wenn Sie sich so ein Auto da draußen vorstellen, dann ist das Einzige, was wir nicht machen, es zusammenbauen. Ja, also von Motor über Elektronik, über Sicherheit, über und da kann man sich auch vorstellen, eines der größten Produkte oder Themen, ich will es gar nicht mehr Produkte nennen, ist autonomes Fahren. Das ist Continental. Conti ist egal, ob das Tesla oder Daimler am Schluss ist. Wir nehmen da alle, also kein Problem. Selber vielleicht zu meiner Person, ich habe schon gesagt, ich bin schon über 25 Jahre jetzt in dem Unternehmen, habe aber kaum 3 Jahre das Gleiche gemacht. Also ich habe in der Elektronikentwicklung angefangen, ich war in verschiedensten Bereichen, ich war in Kommunikation, ich habe IT gemacht, ich habe Projektleitung in Amerika, alle möglichen Stationen, weil es mir meistens relativ schnell langweilig wird. Ich bin jetzt seit 2011 im HR-Bereich und habe da Enterprise Social Networking eingeführt, also von HR-Perspektive aus. Und ja, als man kann sagen, so eine gewisse Mission, die dahinter steht, ist wirklich das, was Ursula so schön gesagt hat, ist im Endeffekt People Development. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Management, weil der für mich so ein bisschen so einen Touch hat, sondern wirklich, was mache ich denn mit den Leuten, wie nehme ich die mit, warum nehme ich sie überhaupt mit, was bringt es den Leuten, was bringt es dem Management, was bringt es auch der Firma, dass wir sie mitnehmen. Und da würde ich sie ganz gerne auf eine kleine Reise mitnehmen. Du hast in deiner Folie ein Thema drin gehabt, das hat Kollaboration geheißen. Und darauf würde ich mich jetzt fokussieren. Dadurch, dass ich keinen richtig guten HR-Background habe, wie die meisten von Ihnen vermutlich, wäre es arrogant zu sagen, ich sage Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Systeme am besten aufstellen. Aber was ich glaube, ich ganz gut schon beurteilen kann, weil ich seit 15 Jahren mache, wie arbeiten wir denn in einer Hierarchie, in einer bestehenden Organisation vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise zusammen. Also das hat vor 15 Jahren mit Paperless Office angefangen, was bei vielen heute noch nicht angekommen ist. Aber die absolute Voraussetzung für ein mobiles Arbeiten ist, also wer heute noch irgendein Papier unterschreibt, wird nicht mobil arbeiten können, weil das eine Grundvoraussetzung ist. Das geht weiter über Kollaboration in Form von im kleinen Bereich, dann im internationalen und jetzt im letzten Stand halt haben wir im Moment 130.000 Leute in unserem Enterprise Social Network. Warum brauche ich Social Network in der Firma? So haben wir irgendwann mal angefangen, ganz kleine Firmen, lokal, physikalisch, wir haben uns mit Dingen beschäftigt. Die Dinge haben wir dann mit Papier und Ordnern und, also sorry, dass ich wirklich so weit zurückgehe, aber das ist, halte ich für wichtig. Wir haben jetzt mit Briefen und Karteikarten haben wir wunderbar ein Gewerbe betrieben. Und wenn Sie heute durch die Stadt laufen, dann finden Sie immer noch Einzelhandel, die genau so arbeiten. Und das funktioniert, weil deren gesamtes Business beschränkt sich auf diese 4 Wände, in denen sie arbeiten. Das ist nicht falsch.
Wenn jemand so arbeiten will, dann ist das völlig okay. Wenn das funktioniert und er damit sein Geld verdient, kann er das genauso machen. In dem Moment, wo er aber dann hergeht und sagt, Moment mal, wir wachsen. Jetzt wird es mindestens mal regional. Was hat man dann technologisch gemacht? Oder weiß nicht, wer zuerst da war, Henne-Ei. Aus Papier wurde Word, Excel, PowerPoint. Aus dem Ordner wurde der Windows Explorer. Aus Briefen wurde E-Mail. Und aus Karteikarten wurden Datenbanken. Jetzt könnte man sagen, super, wir sind digital. Das ist der erste große Missverständnis. Wir reden mit Menschen und die sagen, jetzt kommt der Schirmer daher und sagt, du sollst digital, digitale Transformation. Und ich bin doch digital. Ich sitze vorm Rechner, ich mache alles digital. Wovon redest du? Dann sage ich, ja, ich rede davon, dass du gestern noch einen Brief geschrieben hast mit zwei Blaupausen und heute eine E-Mail mit Blind Carbon Copy versendest. Was nichts anderes ist wie eine billige Kopie von einem Brief. Mit allen Problemen, die der Brief auch schon hatte, bloß dass ich jetzt damit die ganze Welt beglücken kann. Die Karteikarten, die hat irgendjemand, musste sich überlegen, nach was sortiere ich denn die Karteikarten? Mache ich da die Kunden, mache ich die Jahre, mache ich was auch immer? Wir haben einfach das genauso übernommen. Die meisten Datenbanken funktionieren exakt genauso wie ein Karteikartenkasten. Und wenn Sie mal versuchen, zum Beispiel hier Ordner, Papierordner im Schrank hinter Ihnen, ich sage jetzt mal, der eine ist für Versicherungen, der andere ist für das, was Sie gekauft haben und vielleicht kaufen Sie mehr und der dritte ist für irgendwelche anderen Themen, sondern dann kommt die Steuer. Was machen Sie? Jetzt müssen Sie in die ganzen Ordner wieder reingehen, müssen die Dokumente rausholen, müssen Sie den Steuerordner geben und die dann abgeben. Also die meisten machen es inzwischen, glaube ich, digital. Aber so war die Geschichte von hier nach hier. Was ist der Windows Explorer? Der schaut aus wie ein Ordner und er funktioniert wie ein Ordner. Wenn Sie versuchen, die Datei in zwei Ordner zu packen, was passiert? Geht nicht. Komplett insynchron. Wenn der eine ein Dokument verändert, der andere kriegt es nicht mehr mit. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Form der Digitalisierung, die wir hier haben, die war zu einer Zeit sinnvoll, wo wir uns auf Werkzeuge spezialisiert haben und wo das Ganze wirklich im Endeffekt eine regionale Kopie von der Offline-Welt war. Also wenn das nächste Mal irgendjemand sagt, digital, das ist die erste Stufe digital, ja, mit digitaler Transformation hat das noch nichts zu tun. Wenn wir jetzt anschauen, wo wir jetzt hinkommen, jetzt reden wir von Plattformen und da kann man auch andere Begriffe, da gibt es auch andere Begriffe dazu. Wir reden jetzt hier von Wikis, Foren, Blogs, Tagging, Likes, Sharing, Netzwerke, Augmented Reality, all diese ganzen Buzzwords. Ich weiß nicht, wie viel Sie sich mit den Worten dahinter schon beschäftigt haben. Da steckt ja hinter vielen von den Dingen stecken ja riesige Geschäftszweige, die ganz anders agieren, die ganz andere Modelle anbieten. Und das Ganze ist natürlich global und es ist vernetzt. Wenn ich das jetzt auf eine andere Darstellung nochmal bringe, jetzt nehme ich mal unsere Produkte. Zu der Zeit haben wir physikalische Einzelprodukte produziert. Ein ABS-Steuergerät. Das ist ein gekapseltes Gerät, das hat einen Radsensor dran und es hat eine Stromversorgung und damit war es schon fast. Also Bremsaktivation natürlich noch. Aber das war ein gekapseltes System, das hat mit nichts anderem geredet. Genauso wie dieses lokale Geschäft. Es war komplett autark und lokal und physikalisch. Unternehmen. Dann haben wir es angefangen zu digitalisieren im Auto. Was macht natürlich Sinn, wenn diese Bremse so ein bisschen mehr Informationen hat von anderen Steuergeräten. Und andersrum, wenn ich ja schon ein Radsignal im ABS-Steuergerät habe, dann wäre es vielleicht nicht sinnvoll, dann nochmal ein zweites Messgerät zu haben, um die Geschwindigkeit festzustellen, sondern das ABS liefert dann die Geschwindigkeit an den Tacho. Also wir haben uns vernetzt im Bordnetz. Wir haben die Produkte miteinander zusammengebracht, aber die Hülle war das Auto. Außer dem Auto ist nichts rausgegangen. Alles, was passiert ist, war im Auto. Genau das ist der Stand, wo die meisten Organisationen heute sind. Die reden natürlich mit Kunden und allem Möglichen, aber wer von Ihnen hat eine komplett offene Kollaborationsplattform, wo er mit Kunden alles Mögliche austauscht? Einer? Irgendjemand? Also Sie arbeiten im Moment alle hier. Erste Stufe Digitalisierung. So, und jetzt gehen wir hin und sagen, wir wollen autonomes Fahren. Autonomes Fahren ist nichts, was ich in ein Auto reinschrauben kann. Das ist kein Produkt, das ich irgendwo verkaufen kann, sondern das ist eine Vernetzung von Kompetenzen, von Geräten, von Services. Das ist richtig, richtig komplex. Und das sprengt diesen Rahmen. Eigentlich dürfte hier kein Rahmen sein, sondern das müsste so quasi nach außen gehen. Und genau so ist es mit Organisationen. Wenn ich heute ein globales Organisation habe, autonomes Fahren hinkriegen will, dann muss ich mich mit Telekom mit Telekommunikation auseinandersetzen. Ich muss mich mit Apps-Design auseinandersetzen. Ich muss mich mit Navigation auseinandersetzen. Mit Batteriekonzepten, mit Tankstellen. Das ist ein Riesending und es funktioniert nur, wenn alle miteinander reden. Auch Mitbewerber. Ja? Also wir haben hier ein ganz, ganz anderes Setup. Ich wollte es wirklich mal versuchen, richtig an einem Produkt nochmal hochzuziehen, dass das hier eine riesengroße Stufe ist. Und jetzt, hier, sprechen wir von digitaler Transformation.
Weil die Art und Weise, wie sie hier drin kommunizieren, kabelgebunden im Auto, mit einem Protokoll und jeder weiß, was da kommt und was kommt und wann es kommt und wie viel da kommt. Hier kann jeden Tag das komplette Setup sich ändern. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Ja, also das ist eine völlig andere Welt als die hier. Das ist so ein bisschen so Upgrade. Das hier ist komplette Transformation. Ja, heißt nicht, dass wir das jetzt alles nicht mehr brauchen. Wir brauchen noch die Einzelgeräte. Wir brauchen noch die kleinen Firmen. Die funktionieren immer noch und die sind auch noch gut. Wir brauchen auch noch das Bordnetz innerhalb der Firma, weil wir irgendwie müssen wir ja unseren Unique Selling Point vielleicht schützen, aber da müssen wir genau schauen, was muss ich schützen und welcher Schutz schadet nicht. Aber insgesamt das ganze Thema autonomes Fahren, in dem Fall, da können Sie aber jetzt jedes andere Produkt oder jeden anderen neuen Service genauso dahinstellen, das funktioniert mit denen genauso. Also es ist wirklich vom Mindset her erstmal wichtig zu verstehen, wie groß das ist, an was wir da gerade schrauben. Und es wird natürlich auch zum einen durch die Technologie getrieben, weil es einfach heute möglich ist. Ich kann heute anders kommunizieren. Ich habe früher einen Beitrag gelesen von einem, der im Buch von 42 war das oder sowas, und der hat geschrieben, der Grund, warum sich unsere Führung, unser Management, unsere Organisationsmodelle geändert haben, ist schlicht und ergreifend, weil wir heute andere Möglichkeiten der Kommunikation haben. Früher, wenn man irgendwas machen wollte, dann musste der es gewusst hat, und der musste alles wissen, der war vor Ort und der hat alles koordiniert, der hat alles gewusst und gemacht. Dann ist es immer größer geworden. Was hat man gemacht? Man hat verteilt, Hierarchie aufgebaut. Jetzt hat der alles gewusst, der weiß nur ein bisschen was und der ist dann so holistisch unterwegs. So, inzwischen ist aber das so komplex. Es gibt keinen mehr, der autonomes Fahren komplett durchdringen kann. Und es gibt auch keinen mehr, der den ganzen Tag alle Netze anschauen kann, um dann rauszufinden, was da passiert, was passiert bei 3D-Druck, was passiert bei Big Data, was passiert bei GPS, da ist eine neue Firma, hier ist eine neue App. Oh, die App ist jetzt gerade mal auf 10 Millionen Downloads, greift die mein Geschäftsmodell an. Es gibt keinen Menschen mehr, der das alles sehen kann. Wir haben allein schon die Anzahl der Quellen für Informationen ist nicht mehr zu managen. Nicht der Inhalte, die Quellen kann man schon gar nicht mehr sehen. So, das heißt, was brauchen wir? Wir müssen uns darauf verlassen, dass Leute, die Menschen, die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Weil es ist, wenn ich 215.000 Leute habe, dann habe ich da 215.000 Menschen, die kleine Teile dieser Aufgaben übernehmen können. Und dazu muss ich denen aber auch was bieten, weil die werden jetzt nicht einfach zusätzlich noch was machen, die müssen dafür eine Wertschätzung kriegen. Schauen wir uns doch mal diese Informationskanäle an. Ich habe mal nicht alle aufgegeben, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. So persönliche Treffen, E-Mail, Telefon, Enterprise Social Networks, so interne. Wir hatten sowas bei sich schon installiert. Okay, also das sind 30%, oder? Also ohne dem keine digitale Transformation. Absolut null, keine Chance. Warum? Schauen wir es uns an. Und dann haben wir noch die externen Sachen. Ich weiß nicht, Sie können sich selber einschätzen. Und ich meine jetzt nicht, habe ich schon mal davon gehört, sondern nutze ich jeden Tag. Ist ein primäres Kommunikationsmedium. Also bei den Mitarbeitern würde ich mal sagen, jetzt mal ganz pauschal, firmenübergreifend, E-Mail, Treffen, Telefon können wir alle. Enterprise Social Network. Wer würde sagen, dass in seiner Firma die Mehrheit, den Reifegrad der Nutzung von Enterprise Social Network überschritten hat? Also hier sind wir bei den Firmen, was ich jetzt im Moment so höre, reden wir irgendwo so zwischen 15% und 30% Nutzungsquote. Nutzungsquote heißt nicht, die haben das komplett verstanden, sondern die schreiben mal einen Blog, die schauen mal in der Wiki nach und schreiben auch Wikis. Also wir sind hier wirklich er hat gesagt, wir sind so in der Höhlenmalerei angekommen, da sind wir gerade. So, und dann haben wir Social Media extern. Wer von Ihnen ist bei SlideShare? Ich nehme jetzt nicht die üblichen LinkedIn. Müsste ich eigentlich eher fragen, wer ist nicht bei LinkedIn wahrscheinlich inzwischen, weil bei Recruiting und Employer Branding, ich glaube, da hat man es inzwischen, also ohne dem geht es nicht mehr. Warum geht es nur da nicht mehr und woanders, stellen wir es noch in Frage. Jetzt nehme ich mal die nächste Gruppe, Generation Y, Z, haben wir ein paar da. Ich würde es auch nicht pauschalisieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass habe ich hier die Frage gekriegt, wieso Telefon? Ich habe eine 14-jährige Nachbarin, wenn ich die anrufe, kriege ich innerhalb von wenigen Sekunden eine WhatsApp, da fragt sie mich, was ist los? Also das ist ernst gemeint. Also da will man erst mal wissen, will ich jetzt reden? Oder ich weiß nicht, was da der Treiber ist. Ich kann es nicht,
Ist das halbwegs okay? Also ich telefoniere noch viel. Ja? Ja. Super. Also dann haben wir ein paar Leute. Nein, also wir merken, dass das zu, machen wir es mal kleiner, es nimmt zu, dass es so in der Art unterwegs ist. Wenn wir unsere Vorstände jetzt mal anschauen, wer hat einen Vorstand, der komplett digitalisiert ist? Okay, jetzt muss ich leider da einen Schnitt machen. Das ist digital. Jetzt muss ich leider einen Schnitt machen. Zeit- und ortsunabhängige globale Zusammenarbeit ist in diesen drei Kanälen nicht möglich. Das geht nicht. Sie können natürlich den Vorstand irgendwo hinfliegen und wenn der Vorstand sagt, ich möchte mit dem reden, dann wird er da sein. Das heißt, Treffen ist für den Vorstand mit Sicherheit die richtige Option. Bei 215.000 Mitarbeitern in 400 Standorten? Nee, das können Sie vergessen. So viele Klinken können Sie gar nicht mehr putzen. Das funktioniert nicht. Das heißt, Treffen im globalen Kontext, also und ich sage nicht, dass Treffen nicht höherwertig ist als jede digitale Kommunikation. Das hat einfach noch viel mehr Aura und alles Mögliche. Aber es geht einfach nicht. Es ist nicht skalierbar. Das heißt, wenn ich global zusammenarbeiten will, dann ist das Telefon, E-Mail und Treffen einfach nicht mehr der richtige Weg. Es skaliert nicht. So, und jetzt habe ich nur intern gesprochen. Wenn die Leute noch extern unterwegs sind, politische Ämter und sonst was alles haben, dann haben die eh keine Zeit für interne Treffen. So, und wenn ich jetzt hier unten reinschaue, dann könnte es heißen, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, nämlich die, die wir jetzt sukzessive immer mehr einstellen, die sind in der Lage, global zu kommunizieren, aber nicht mehr mit der eigenen Firma. Was das für ein Gap ist. Also sie können mit den eigenen Leuten nicht mehr kommunizieren. Also sie zwingen sie natürlich mit der Technik, dass sie die nutzen, oder sie ist da, aber ob sie sie dann wirklich so nutzen, wie es sinnvoll ist, das ist die Frage. Schauen wir uns mal diese Reife gerade nochmal an, weil wir haben ein ganz eklatantes Thema, glaube ich, mit Begrifflichkeiten. Wenn ich jetzt sage, wir hatten es vorher an der Tafel, ich weiß nicht, wie viele Punkte jetzt am Schluss da waren, am Anfang ging es ein bisschen schleppen mit Transparenz. Ist jetzt nicht so viele Punkte wie bei vielen anderen. Was verbinden Sie mit dem Wort Transparenz? Ist das ein schöner Begriff? Ist der sofort positiv belegt oder ist das eher sowas Big Brother, jeder kann alles sehen, Transparenz schadet, wenn jemand zu früh was weiß, dann werden die Leute unruhig. Diskretion war doch, und bitte entschuldigen, ich bin nicht typisch HR, aber das wurde mir oft gespielt, die Diskretion ist einer der höchsten Werte von HR. Und Diskretion und Transparenz ist sehr weit auseinander, oder? Ich glaube, es ist einer der größten wirklich Kulturherausforderungen, die wir haben an der Stelle, weil wenn die Widerstände kommen, die kommen A nicht direkt. Ja. Wie kommen die aus einer geistigen Haltung und nicht aus einem technischen Arbeitsalltag heraus? Genau. Das ist Hoheitswissen, das ist Diskretion, halt alle verstecken sich da am liebsten dahinter, andere sagen halt technisches Geheim, wie auch immer, aber dieses aber, sag's doch, liegt's doch einfach auf dem Tisch und dann lassen wir was damit machen. Da brauchen wir Datenschutz, und, also es hat einen riesen Rattenschwanz, wo man umdenken muss. Ja. Danke. Kulturell. Wo ich dahin möchte, ist im Endeffekt, ich versuche mal, ich bin da immer noch dabei, das ist noch nicht fertig, wer das schon mal gesehen hat auf meinem, Entschuldigung. Gegenrede, also ja. Ich bin HR, ich habe gerne Transparenz, aber sehr, sehr gut. Sie haben eben sehr exzellent dargestellt, wir können nicht mehr alles wissen. Ich muss sowohl unternehmensintern als auch unternehmensextern wissen, wen kann ich ansprechen, um Infos zu generieren. Und dasselbe gilt umgekehrt. Es gibt Themen, da bin ich vermeintlich oder tatsächlich sehr gut drin. Muss dann in die Organisation das Know-how auch reingeben. Ja. Das ist mein Verständnis von Transparenz. Sie hatten gesagt, Gegenrede, hatte ich das jetzt widersprochen? Zu meinem Vorredner. Ach so. Nicht Gegenrede zu ihm. Ja, nee, ich hätte jetzt beide Themen eigentlich völlig berechtigt als klar. Ja, also. Okay. Nee, also ich stimme völlig, also ich hatte jetzt beiden zugestimmt. Also, danke. Ich versuche gerade in meinem Blog, habe ich immer so aufgerufen, lass uns doch mal schauen, diese Reife gerade. Ich begleite jetzt seit ungefähr 10 Jahren Menschen dabei, in diese digitale Kollaboration zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass wir über Worte sprechen, dass wir Begrifflichkeiten verwenden, die am Anfang, ich habe jetzt einen genannt, Transparenz, bei ganz vielen Leuten ein Unbehagen ausruhen. Wenn ich sage, Sie haben ein Netzwerk mit 1000 Leuten, dann kriege ich ganz oft die Rückmeldung, du spinnst ja 1000 Leute, kann kein Mensch irgendwie, also du hast erstmal gar keine 1000 Freunde, das ist ein Blödsinn, ja, vielleicht eine blöde Übersetzung von Facebook, sind Kontakte. Zweiter Punkt ist 1000 Leute managen, würde man vielleicht sagen, 1000 Kontakte, hat man vielleicht noch sein Adressbuch im Hinterkopf, das macht keinen Sinn, richtig.
Aber das ist genau die Einstellung oder der logische Schluss, den man haben muss, wenn man in der ersten Stufe Digitalisierung ist. Und das soll bitte nicht abwertend sein, sondern einfach in der Entwicklungsphase, wenn ich nicht weiß, nicht erlebt habe, was da passiert, dann sind all diese Dinge einfach erstmal böhmische Dörfer. Das heißt, die erste Stufe, die wir in der Regel, und das ist jetzt so Basiswissen Change Management wahrscheinlich, ich habe hier nicht why, wird immer gerne mit warum übersetzt, aber warum habe ich so schön erlebt gekriegt, du hast es mir gesagt, der Winfried, warum ist immer so rückwärtsgewandt, so Erklärung, warum in der Vergangenheit. Das geht aber eigentlich um wozu. Wozu brauchen wir Social Media im Konzern, wozu brauchen wir Social Media überhaupt? Bevor Sie diese Frage nicht beantwortet haben, werden fast alle Themen, die wir im digitalen Thema diskutieren, klingen wie böhmische Dörfer. Also wenn das nicht geklärt ist, und ich würde mal sagen, wir reden davon 80-90%, man sieht, okay, Facebook, Milliarden Nutzer, und trotzdem sagt jeder zweite, Facebook ist scheiße, will ich nicht, ist nichts für mich. Ja, okay, muss man ja nicht. Twitter kenne ich nicht. Twitter, by the way, ist im Moment gerade der Nummer 1 Lernkanal. Wir hatten eine Umfrage gemacht, 2000 Lernexperten gefragt und hatten die 100 wichtigsten Lernkanäle befragt. Und da war Twitter 1 und YouTube 2. Und alles, was wir so kennen, ist nicht unter den ersten 10. Ja? Und das waren also wirklich Lernexperten global aufgestellt. Also ich fand die eine recht spannende Geschichte. Also ich kann es jetzt auch nicht sofort klären, ich gebe Ihnen nachher ein paar konkrete Beispiele. Das muss verstanden werden. Wenn ich über diese Hürde drüber komme, also irgendwann habe ich jetzt verstanden, okay, also irgendwie jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Ja. Jetzt kommt die nächste Frage, ja, könnte ich nicht eine Plattform haben? Wäre es nicht irgendwie so ein Social irgendwas? Und dann muss ich leider sagen, nein, wir essen halt die Suppe auch nicht mit der Gabel. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die brauchen bestimmte Technik oder Werkzeuge. Und wenn ich da jetzt ein Beispiel machen darf, ich nehme jetzt mal einfach drei raus. Es gibt Wikis, es gibt Blogs, es gibt Foren. Was ist dieses ganze Social Media im Endeffekt? Ich hatte es schon vorher mal gesagt, orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit. Das heißt, und es ist skalierbar, da kommen wir noch dazu. Was ich jetzt gerade mache, einer erzählt, viele hören zu. Ich habe hier alle Möglichkeiten, Sie haben im Endeffekt maximal Handheben und was sagen. Also das ist ein bisschen unfair, aber das ist im Endeffekt ist das ein Kommunikationssetup, das wir noch haben. So, was ist das digitale Pendant dazu? Ein Blog. Sein Blog. Einer darf alles sagen und viele dürfen kommentieren. Und das, was Sie noch machen dürfen, außer kommentieren, ist liken. Liken heißt, ich stimme zu oder finde ich gut oder ich finde den Kommentar gut. Hochskalierbare Resonanz. Hochskalierbare Kommunikation und Feedback. Ja? So, was passiert normalerweise? Jetzt haben wir irgendein Thema, das habe ich falsch gesagt oder das ist besonders interessant für Sie. Was machen wir dann? Wir gehen nachher in Workshops. In Workshops steht hier keiner mehr. In Workshops wenden wir uns einander zu und reden miteinander. Jeder hat plötzlich die gleichen Mittel. Jeder kann was auf den Tisch legen, kann was zeigen, kann sich Sprachzeit nehmen. Das heißt, ein ganz anderes Kommunikationssetup. Was ist das im Netz? Forum. Ein Forum ist so aufgebaut, dass quasi die Beiträge relevanzorientiert sind. Ich sehe genau, wer hat auf wen geantwortet. Das ist in einem Blog in der Regel noch nicht immer so. Da stehen die Kommentare einfach untereinander. Blog ist übrigens zeitrelevant. Wenn ich nicht da bin, jetzt nehmen wir es gerade auf, das ist schon so erste Digitalisierungsstufe wieder, aber wenn ich nicht da bin, kriege ich es nicht mit. In einem Blog, wenn ein neuer Beitrag kommt, rutscht der andere nach unten. Der Default beim Blog ist immer als aktuellstes oben. Immer so, bei jedem Blog. Ich kann es zwar mit Gewalt umsortieren, aber Default ist oben, zeitrelevant. Forum, relevanzorientiert. Wenn Sie ein Thema haben, was ist ich was, Mobile Work, das wird jetzt gerade riesig gehypt und diskutiert und dann interessiert es irgendwann zwei Jahre lang niemand und dann kommt einer her und sagt, 20 andere Foreneinträge schon, dann kommt, jetzt habe ich da nochmal eine Frage. Relevanzorientiert, dieser Eintrag kommt wieder sofort nach oben und jeder sieht ihn als den aktuellsten, den relevantesten Beitrag. Also technisch nichts anderes, wie das, was wir in der physikalischen Welt auch haben. So, und jetzt sind wir mit dem Workshop fertig, was machen wir dann? Wir machen eine Konsolidierung, die Ergebnisse. Was machen wir? Version 1, Papier. Version 2, Word, Excel, PowerPoint. Version 3, Wiki. Wiki, kollaboratives Format für Ergebniskonsolidierung. Jeder kann da mitmachen, aber die eigene Struktur ist abbildbar und so weiter. Also da können wirklich ganz viele Leute dran mitmachen. Also ich hoffe, dieses Bild hat Ihnen jetzt ein bisschen geholfen, einfach mal drei der typischen, und das sind jetzt auch schon Digitalformate, die 20 Jahre alt sind. Blog, Wiki, Forum. Das ist jetzt nicht Snapchat.
Aber das ist diese erste Stufe, die zweite Stufe, die wir verstehen müssen. Und dann wird klar, ich brauche einen Löffel für die Suppe, eine Gabel für Festhalten und Messer zum Schneiden. Ja? Wenn ich verstanden habe, dass ich mehrere brauche, was kommt dann als nächstes? Ja, wie geht das jetzt? Jetzt muss ich ja das Ganze auch noch lernen. Jetzt muss ich LinkedIn lernen, muss Facebook lernen, Twitter lernen, das interne Social Network lernen und so weiter. Also die Frage ist, wie mache ich es denn? Und jetzt meine ich nicht Knöpfe drücken. Weil der Vorteil, den wir bei Social Media haben, ist, dass die meisten von diesen Dingen relativ einfach, wenn man dann neugierig ist, lernen kann. Weil es gibt eigentlich nicht diese typischen Knöpfe mit ganz kryptischen Icons, sondern es steht immer dort, was passiert. Und bei Social Media kann ich auch alles rückgängig machen. Ja? Wenn ich irgendwas gepostet habe, kann ich auch wieder löschen. Wenn ich irgendwas geliked habe, kann ich den Like auch wieder wegnehmen. Wenn ich einen Kommentar habe, kann ich den auch wieder löschen. Zu jeder Zeit. Ich bin Herr oder Frau meiner Inhalte. Es gibt natürlich draußen Plattformen, die löschen dann nicht alles, das ist natürlich auch wieder klar, aber wir reden ja jetzt hier hauptsächlich vom Unternehmenskontext und da würde ich jetzt mal ausgehen, dass Ihre IT das so baut, dass das Ihren Werten entspricht und wenn das gelöscht ist, wird es gelöscht. Manchmal gibt es noch einen kleinen Papierkorb dazwischen, einfach um die Falschlöschung wieder herzustellen. Also wir lernen wie. Jetzt kommt das nächste, wer. Warum brauchen wir jetzt wer? Jetzt kommt der große Unterschied auch nochmal bei dem Ganzen. Wenn Sie normalerweise lernen, und wir hatten gestern im IOM Summit, der da ein paar hundert Meter weiter gerade stattfindet, digitale Transformation, hatten wir gefragt, okay, wie lernen wir denn heute? Und dann sind wir hergekommen mit E-Learning, mit Onboarding und also die ganzen typischen Lernformate, die wir haben. Coaching, Training, bla bla bla. Und irgendwann hat dann diese Gruppe festgestellt, Moment mal, diese ganzen Formate funktionieren, wie ich gerade den Blog beschrieben habe. Kleine wenige Leute geben immer die gleichen Inhalte an eine große Gruppe und die müssen es einfach so verdauen, wie es angeboten wird. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht mehr die Art und Weise, wie Menschen heute lernen wollen. Ja? Und eine vertonte PowerPoint ist heute nicht wirklich ein gutes Lernformat. So, ich bin jetzt gerade vertontes PowerPoint, sorry. Also, was passiert da jetzt eigentlich über soziale Netze? Jetzt lerne ich plötzlich jemanden kennen und sage, wow, boah, Karl-Heinz Reitz, was der alles schon gemacht hat, das ist total faszinierend, wir müssen reden. Ich folge ihm vielleicht auf irgendeinem Kanal. Ich sehe, da macht er das, da hat er da was geschrieben. Jetzt fange ich an, das nennt sich dann Social Learning, dann gibt es Leute, die reagieren wieder auf ihn. Die schreiben, hey, du hast das gerade gesagt, da habe ich das gelesen dazu, schau mal da rein, hier gibt es ein Video dazu. Das ist jetzt plötzlich ganzheitliches Lernen. Was im ersten Moment für jeden erstmal völlig Überforderung ist, weil ich hätte ganz gerne bitte mein Lernskript, wo ich abhaken kann, habe ich gelesen, habe ich gemacht, 12 Punkte. So, und hier ist jetzt plötzlich geht ein Universum von Möglichkeiten auf. Aber diese, jetzt sind wir wieder bei der Komplexität, bei der Differenzierung, das hilft natürlich auch den vielen unterschiedlichen Menschen auf ihrem Weg zu lernen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es so ein schönes Bild, da sieht man so einen Elefanten, eine Maus, eine Schlange und sonst irgendwas und vorne sitzt so einer am Pult und sagt, so, damit wir hier das alles gleichberechtigt machen, jetzt klettern wir alle auf den Baum. So lernen wir heute. Jeder hat eine ganz andere Vorstellung von, was Lernen für ihn bedeutet, aber diese Erweiterung des Raums und dieses Wer, heißt, ich kann mir jetzt denjenigen suchen, der sowas schon mal gemacht hat. Und das hatte ich bei uns in der Firma auch gemacht. Ich habe ein Guide-Netzwerk aufgebaut. Ich habe gesagt, Leute, ihr seid nicht allein. Wir haben 400 Standorte. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt gerade was machst, was sonst in der Firma niemand anderes macht, ist gleich null. Egal, was du tust. Also nicht jetzt die spezifische Aufgabe, aber den Prozess, den du da gerade durchgehst. Das Tool, das du da gerade dafür verwendest. Das verwenden 100 oder vielleicht sogar 1000 andere auch. Red doch mal mit denen oder frag doch mal oder schau doch mal, ob schon mal jemand was geschrieben hat. Und dieses Sharing, da muss es natürlich Leute geben, die das tun. Ich weiß nicht, YouTube ist mit Sicherheit bei vielen von Ihnen jetzt auch schon ein Lernkanal. Wenn Sie wissen wollen, was ist denn in der Verpackung drin oder wie tausche ich den Scheibenwischer aus oder sonst was, da gibt es inzwischen sehr viele, die schauen einfach in YouTube nach und da gibt es jemanden, der hat das aufgezeichnet. Warum passiert es draußen und in der Firma nicht? Wer von Ihnen hat YouTube-Videos in dem Stil innerhalb der Firma? Bei wem ist YouTube erlaubt in der Firma? Ja? Also wir verbieten im Moment alle diese Lernkanäle, weil wir Angst haben, dass die Leute den ganzen Tag Katzenvideos schauen. Also da finde ich dann auch noch den Wer. Und Entschuldigung, da muss ich nochmal zurückgehen. Das Wer heißt natürlich auch ich. Geben Sie jemanden, den Sie überhaupt nicht kennen, Hilfe? Vermutlich nicht. Weil das ist einfach irgendjemand. Aber wenn ich selber meine Reputation aufbaue, wenn ich sichtbar werde, wenn ich auch Beiträge gebracht habe, wenn ich gesagt habe, hey, das habe ich hier gesehen, mein Angebot an euch, wenn ich sehen kann, okay, Sie kommen zu mir und sagen, ja, ich habe da mal eine Frage und wir kennen uns schon so ein bisschen vorher. Darum heißt es Social Media.
Das heißt, Menschen interagieren auf einer sozialen Basis. Dann helfe ich dem natürlich auch. Also ich muss sichtbar werden, damit ich für andere einen Mehrwert biete und dann kriege ich den zurück. Sharing fängt mit Geben an. Wenn ich nichts gebe, wieso soll... Es gibt so blöde Videos da drin, da geht einer in eine fremde Stadt, geht einfach an die Tür, klingelt und sagt, können Sie meinen Garten Rasen mähen? Dann würde jeder sofort sagen, hast du einen Vogel? Warum soll ich das machen? So, wenn ich aber vorher hingehe und ihn vielleicht mal zum Essen einlade oder mal irgendwie reden mit ihm und vielleicht plötzlich ist da was da und dann ist vielleicht auch mal Rasenmähen drin. Oder Blumen gießen. So, und das ist im Moment so die höchste Stufe, sage ich jetzt mal, die wir erleben schon. Das heißt, jetzt wird aus dem vielen Ichs im besten Fall ein Wir. Das heißt dann Co-Creation. Oder das heißt dann plötzlich, wir machen etwas, was einer mal vielleicht anfängt. Und dann gibt es auch so schöne Videos drin, das ist How to Create a Movement. Stellen Sie sich einfach mal die ganzen Erlebnisse rausnehmen. Und stellen Sie sich mal eine Firma vor, egal wie die Organisation ausschaut. Denn jetzt machen Sie nicht ein Top-Down, One-Size-Fits-All-Project-Rollout. Sondern sie generieren ein Movement, wo plötzlich alle sagen, oh, das ist jetzt aber dran und das ist ja so cool, da will ich unbedingt dabei sein. Und sie haben dann plötzlich ihre 100.000, 200.000 Mitarbeiter, die 10% ihrer Arbeitszeit damit verbringen, das hinzukriegen. Können Sie sich mal vorstellen, was das für eine Power ist? Das nennt man draußen dann, es geht viral. Im schlechten Fall halt ein Shitstorm. Im positiven Fall können Sie die Welt bewegen damit. Ja? Und das ist... Das ist möglich, weil Social Media gibt Ihnen die Möglichkeit zu skalieren. Da kann so ein kleiner Harald Schirmer, der irgendwo normalerweise Elektroniksachen zusammenlötet, sitzt plötzlich hier und hält vor Ihnen einen Vortrag, wo ich mir denke so, okay, wie ist das jetzt gekommen? Führung, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, weil das hat Ursula, glaube ich, auch schon sehr gut gemacht, das einfach zu thematisieren. Ich nehme immer dieses Bild ganz gerne, um klarzustellen, was das eigentlich für eine Aufgabe ist. Wir haben hier auf der Seite das, was wir alle so kennen, Hierarchie, Kontrolle, Regeln, Sicherheit, das, was wir alles brauchen. Ist auch nicht schlecht, brauchen wir. Wir brauchen beide Seiten, sowohl als auch. Aber wenn ich jetzt sage Netzwerk, wenn Sie eine Führungsperson haben, die, ich sage jetzt mal, der perfekte Manager ist und deine 100 Directs oder 10 Directs mit jeweils 100 Leuten drunter hat oder sowas und zu dem sagen, so, jetzt machen wir einen auf Netzwerk. Das ist vorher schon gesagt. Die haben Untergebene, ja, Mitarbeiter, disziplinarische Verantwortung. Die haben Follower. Wenn man das machen will, muss man den Leuten etwas geben, woran sie glauben. Da muss man mit einer dermaßen hohen Wertschätzung unterwegs sein, auf persönlicher Ebene, jeden Einzelnen. Das ist richtig Arbeit. Das ist nicht einfach, die meisten sagen immer so, Netzwerk, ja gut, da macht jeder, was er will. Nee, wir haben in der Organisation jetzt haben wir Regeln und Management und in Netzwerken haben wir Disziplin. Als Basis. Wir haben Werte als Basis, wir haben Prinzipien, nicht Regeln, sondern Prinzipien, das ist was anderes. Da ist Haltung dahinter. Haltung hört man auch ganz oft. Viele fragen immer so, ja, Wertschätzung, was mache ich denn jetzt da? Da habe ich gesagt, du fragst gerade nach einer Aktion. Handschütteln ist eine Aktion. Das, was du brauchst, ist eine Haltung. Und wenn deine Haltung in sich in die richtige Richtung entwickelt hat, ist es völlig egal, was du tust. Du kannst ihn auch feuern und es ist trotzdem Wertschätzung. Also man kann Leute natürlich mit einer wertschätzenden Haltung feuern. Das heißt nicht, Wertschätzung ist immer nur was Positives. Bitte? Es ist ein riesen Unterschied. Ich meine, wir reden jetzt von einer Zeit, wo die Leute kommen und gehen. Wenn Sie denen heute ihm erklären, im Grund geben und vielleicht sogar vorher mal ein Angebot gemacht haben, was er tun könnte, damit es nicht passiert. Anschließend den Top-Voting auf Kolumbo, dann haben wir es. Ja. Also bin ich überzeugt davon. Weil die Leute kommen ja vielleicht dann wieder, weil sie verstanden haben, okay, diese Firma kann mich im Moment, ich weiß, es ist im Moment, das klingt das paradox, aber es gibt Leute, die schaffen es, jemanden quasi zu sagen, weißt du, wir brauchen dich, aber wir können dich im Moment nicht zahlen. Aber wir brauchen dich vielleicht in 3 Jahren wieder. Und lass uns einen Weg finden, dieses Outsourcing rausschmeißen, wie man es früher auch immer genannt hat, auf eine Art und Weise tun, dass da etwas bleibt, was ein Basisvertrauen ist, wo man sagt, hilf mir, dich zu behalten, wenn du das und das machst, wär mal Data Analyst oder sowas, dann behalte ich dich sofort. Also ich biete dir auch statt 20.000 Euro Abfindung 10.000 Euro Weiterbildung. Also einfach mal ganz anders daran denken, dann ist es nicht immer nur so, also so. Gibt es auch ein nettes Buch darüber, wo wir viel geschrieben haben. System. Wir haben im Moment in vielen Firmen ein System Hierarchie.
wenn Sie jetzt so einen agilen Nukleus haben, was passiert dann in der Regel? Es läuft super. Sie haben dann plötzlich so ein Team von 10, 20 Leuten, die machen dann agil, die machen Scrum, Kanban, da wird dann ganz, ganz schnell mit Sprints gearbeitet. Die sind super unterwegs. Und dann müssen Sie eine Reise genehmigen lassen. Dann müssen Sie was bestellen. Dann kommt irgendjemand und sagt, da hast du jetzt kein Logo drauf gemacht, so darfst du das nicht veröffentlichen. Warum hast du diesen Text nicht freigegeben? Also die ganze Bandbreite der sich selbst stabilisierenden Organisation des Systems, ich will nicht sagen schlägt zu, sondern sorgt einfach nur dafür, dass sie, die machen ja alle ihren Job. Das ist jetzt nicht blöde IT oder blöde Kommunikation, dass du jetzt mich fragst, dass ich diesen Text da irgendwie vorher skripte und den durch drei Hierarchien durchgeben lasse. Nein, die machen ihren Job. Nur ein agiles Scrum-Team macht einen Job in der Regel, ich habe vorher das Wort unkompliziert gehört. Sie können so ein Video, wie wir jetzt hier machen, Sie können da problemlos eine Woche 5 Leute beschäftigen. Problemlos. Für Setting, für Scripting, für weiß der Teufel was alles. Oder Sie halten Ihr iPhone vor die Nase und nehmen das auf und streamen es live ins Internet. Beides exakt das gleiche Ergebnis. Sie haben ein Video mit der Botschaft. Nur das eine Mal haben Sie die ganze Organisation gelähmt und das andere Mal haben Sie einfach Ihre Botschaft gegeben. Ich sage nicht besser, schlechter. Ich sage nur, das sind zwei Arten, das Gleiche zu tun. Und die Frage ist immer, wie groß ist der Effekt, der dann dabei rauskommt? Also, das brauchen wir, das sagen immer mehr. Aber dass das funktionieren kann, das wird ein riesig langer Weg, dass wir hier jetzt hergehen und sagen, was davon kann ich jetzt anpassen, damit das eine Lebenschance hat? Weil was passiert mit diesem Team nach 6 Wochen, nach 3 Monaten? Wenn die sagen, so, jetzt wir haben eine tolle Idee, wir haben ein tolles Produkt, wir haben super Kunden, nächster Budgetzyklus im März. Das können Sie vergessen. Die sind so demotiviert, die machen das 2 Mal und dann ist es vorbei. Dann haben sie kein agiles Team mehr. Die kündigen entweder, ja, oder sie passen sich wieder dem System an und sagen, ja gut, war ein netter Versuch. Aber das Produkt, die Idee, das ist dann weg. Wir hatten ja den Punkt Vorstand auch. Wie kriege ich jemanden dazu, diese systemstabilisierenden Elemente jetzt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, zu hinterfragen? Welche Freigaberegeln sind denn noch sinnvoll? Welche sind hinderlich? Welche Sicherheit? Wenn ich bei uns vor 10 Jahren die Leute gefragt habe, gesagt, was kannst du veröffentlichen? Nix. Er hat gesagt, aber das Dokument, ja, nee, das muss ich erst freigeben lassen. Und wir reden jetzt hier von einer Agenda, von einem Meeting von 300 Leuten. Ja? Also das ist vorher ausgedruckt worden und ist erst vor Ort verteilt worden, weil es hätte ja jemand vorher sehen können und wenn er das vorher gesehen hätte, hätte er es ja anzweifeln können, hätte ich ja Arbeit gehabt damit. Ja? Also selbst eine Agenda für ein großes Event war eigentlich confidential, weil man Angst hatte, dass zu viele mitreden. Und heute reden wir eigentlich davon, wir wollen Beteiligung. Wenn Sie wollen, Spotify ist so eine Firma, die hat das schon gemacht. Das ist keine 100 Leute, danke, eine 100 Leute Software-Klitsche, wo man sagt, ja gut, bei den 100 Nerds geht das. Also die sind groß, die sind international, die haben richtig viele Kunden, sind ganz viele Märkte. Also das ist jetzt nicht so ein kleines Ding. Und wenn Sie sich das anschauen, da sind 2 Videos drin, wie die ihre Unternehmenskultur leben. Die haben Scrum weiterentwickelt, das ist unwahrscheinlich. Da bleibt, wie es gesagt hast, Ursula, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und der Satz da oben verdeutlicht das vielleicht so ein bisschen. Überlegen Sie mal Ihre Beschaffungsprozesse für ein Keyboard. Wie viele Leute sind daran beteiligt, dass ein scheiß Keyboard irgendwo neu gekauft wird? Oder neuer Computer oder eine Reise genehmigt oder Sie können da egal welchen Prozess in der Firma nehmen. Wenn Sie diesen ganzen Sachen alle erstmal sagen, hey, lass uns da mal eine andere Art und Weise finden, wie wir das ein bisschen anders lösen. Effizienz. Ich hatte das gesagt mit der Skalierbarkeit. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Ich zeige es mal jetzt hier. Nur so ein Beispiel. Ich mache ab und zu Vorträge an der Uni. Da habe ich dann 100 Leute vor mir. Oder ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. 60, 80, keine Ahnung. Was heißt das? Effizienz in der Begriffsdeutung vorher. So viel stecke ich rein, das kriege ich raus. So, jetzt mache ich hier eins. Ich lade das Ding einfach auf Slideshare hoch. Die Präsentation. Und zwar bevor die Konferenz ist. Und schreibe noch in meinem privaten Blog. Ja, übrigens, in 2 Wochen bin ich da und da. Hier sind schon mal meine Folien. Was passiert? Bei der Konferenz gibt es dann Leute, die haben das schon gelesen. In dem Fall über 1.000. 1.000 Leute haben sich die Präsentation selber runtergezogen. Also nicht, ich habe die denen per Mail geschickt.
Und natürlich habe ich auf der Konferenz ganz andere Fragen, weil sie müssen jetzt zuhören und hören vielleicht viele Dinge auch zum, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber zumindest von mir. Und dann ist es so, muss man erst mal denken, muss man sich eine Frage überlegen und dann muss man auch noch einen Zeitpunkt finden, sich zu melden, so ungefähr. Das habe ich ja alles schon fertig. Das heißt, ich gehe auf die Konferenz, ich weiß, worüber der redet, ich kann mir eine Frage bilden, ich kann sogar vorher recherchieren und kann da eine ganz konkrete, hochwertige Frage stellen. Ganz tolle Diskussionen. Und jetzt hier nach der Konferenz hört es ja nicht auf, die erzählen ja weiter. Ah, ich war da auf einer Konferenz, übrigens, da ist der Link. Über 4000 Downloads von dieser Präsentation in 2 Monaten. Und es hat mich nichts, überhaupt keinen Aufwand gekostet. Die Möglichkeiten, die daraus entstanden sind, können Sie sich so ein bisschen erahnen. Also 40 Mal mehr rausgeholt, als ich reingesteckt habe, jetzt in dem Vergleich. Und das ist nochmal so ein anderes Beispiel. Da geht es um, jetzt mal ganz platt, 10 Leute wollen sich abstimmen. Ein Chef will von 10 Leuten eine Rückmeldung haben. Ich mache es jetzt ganz schnell. Der schreibt mir eine Frage, was kommt? Es kommt eine Rückfrage. Natürlich, reply to all. Chef, ich habe es gelesen, das müssen alle anderen auch mitkriegen. Was müssen Sie tun? Reply to all, wieder zurück mit der Antwort. Was kriegen Sie dann? Hoffentlich die Antwort ja. Und dann geben Sie noch Ihr Feedback. Das ist jetzt die ganz kurze Form. Das sind 3 Seiten DIN A4 für ein Ja. Und wenn Sie das zählen, wie viele E-Mails das sind, dann reden wir hier von 44 E-Mails. 11, 22, 33, 44, Feedback habe ich jetzt noch nicht mitzählt, sind es 55. Jedes E-Mail 1 Minute, 55 Minuten Zeit kaputt gemacht, bei einem Abstimmungsprozess mit 10 Leuten. Jetzt machen Sie das gleich in einem Blog. Der erste schreibt als Rückfrage einen Kommentar, also Sie schreiben nochmal ein E-Mail, machen wir die 10 Mails, machen wir auch. Schreiben wir ein E-Mail an die, übrigens Blog, hier bitte Antwort als Kommentar und wenn ihr es gut findet, klickt da auf dieses Like-Ding. Der erste schreibt seine Clarification-Frage, was war das? Was machen Sie? Klicken auf Edit. Schon mal beim E-Mail Edit gesehen? Die Edit gibt es bei E-Mails nicht. Edit hilft uns, Dinge wieder zu korrigieren oder zu verbessern. So, steht auch drin, es wurde editiert und von wem? Transparenz. So, und jetzt kommen die anderen mit ihren Antworten. 4 sagen, ja, finde ich gut. Ein Knopfdruck. Einer. Wenn ich über die 4 drüber fahre, sehe ich genau, wer ja gesagt hat. Die Nein oder was anderes sagen, schreiben einen Kommentar. Wenn der andere sagt, du, die zweite Antwort, nein, die hätte ich jetzt auch gegeben, dann klickt der Like auf die zweite Antwort. Also besser kriegen Sie sowas nicht konsolidiert. Und das Ganze hat 11 Minuten gedauert. 44, 55 Minuten, 11 Minuten. Einfache Effizienzrechnung. Und wenn ich jetzt das mit dem nochmal vergleiche, in Form von, jetzt kommen da noch 3 Leute dazu. Entschuldigung. Dann geht das Ganze in die Hunde. Also wenn da mehr Leute Reply to All drücken, brauche ich jetzt nicht reden. Wenn da Anhänge dran sind, 1 Megabyte PowerPoint-Anhang, dann haben Sie 55 Megabyte durch Ihre Netze geschoben. Da gibt es sowas nicht. Wenn hier 10.000 Leute teilnehmen, dann steht hier nichts anderes wie 9.000 und hier steht 5.000, aber es sind immer noch 5 Kommentare. Es ist problemlos zu handeln, die Rückmeldung von der gesamten Organisation in einem einzigen Post. Es würde niemand auf der Welt auf die Idee kommen, sowas mit E-Mail zu machen. Skalierbarkeit. Digitale Transformation. Ja, oder? Auf die Idee kommt man. Ja, es gibt Leute, die kommen auf die Idee. Sie haben gerade ein Mail an alle geschickt. Wollen Sie das wirklich tun? Reply to all. Wirkungsgrund. Auch da, ich hatte am Anfang Sichtbarkeit, Wirkungsgrad, Entschuldigung. Ich hatte am Anfang drinstehen gehabt, mehr so das Thema von Sichtbarkeit. Auch da, Winfried ist da so ein super Sparringspartner, hat dann gesagt, ja, Sichtbarkeit ist ja schon gut, aber etwas zu sehen heißt ja noch nicht, etwas damit zu tun, sondern Erkennbarkeit heißt ja, den Sinn zu erkennen und vielleicht sogar dein eigenes Verhalten daraufhin zu ändern. Und da reden wir jetzt auch wieder von Vorständen. Stellen Sie sich mal vor, was Ihre Vorstände für eine Möglichkeit hätten, wenn die digital können. Das ist dann nicht mehr so, dass jeder Einzelne zum Vorstand geht und der Vorstand, ich mache es jetzt mit dem Nächsten, aus dem dann als einzelne Person Relevanz erzeugen muss, sondern der sagt, Leute, ich möchte, dass ihr eure Arbeitsprozesse transparenter gestaltet. Das heißt nicht, ich schnippe und dann sind 12 Leute damit beschäftigt, mir ein Reporting zu machen, sondern ich gehe einfach da rein und kriege das Reporting in Echtzeit mit Live-Daten. Oder wenn das nächste Level ein Thema zu diskutieren hat, dann diskutieren die das bitte in einem Transparenz heißt nicht, alle müssen es sehen, das kann ich auch kleiner machen. Vielleicht nur das Top-Level. Die diskutieren das untereinander. Und ich kann als Vorstand kann mich hinstellen, kann das von zu Hause, aus dem Flieger, sonst woher, schaue einfach der Diskussion zu. Und dann reden plötzlich die Menschen miteinander. Und nicht sequenziell immer einer mit einem, einer mit einem. Weil da wird nichts gelernt. Da lernt nur einer, nämlich der da als Einzelner dasteht. Wenn die Leute miteinander kommunizieren, lernen alle was davon. Und das ist auch Kulturbildung.
sich miteinander auseinanderzusetzen. Es hilft ja nichts, wenn der CEO oder der Chef mit seinen Directs die perfekte Kultur hat, die aber leider nirgendwo sichtbar wird, weil niemand in diese Kommunikation schauen kann. Relevanz, auch da nochmal so ein kurzer Input. Was sind denn die wichtigsten Elemente von Social Media? Es ist immer so, Social Media, gibt da so viel. Nee, die haben alle 5 Kernelemente. Die haben alle ein Profil. Egal, wo sie sich anmelden, sie müssen sich erstmal anmelden. Warum? Weil Social Media ist ihre Identität. Wenn sie sich irgendwo anmelden und dann das Passwort einfach irgendjemandem geben, dann kann jemand anders mit ihrer Identität Social sein. Wenn sie das wollen. Also wir brauchen ein Profil. Ich muss sichtbar sein, weil wenn ich nicht sichtbar bin, macht keiner was mit mir. Das Nächste ist, ich muss ein Netzwerk aufbauen. Wenn ich kein Netzwerk habe, dann funktioniert das nicht. Wie gesagt, wenn ich bei Y bin, sind 1000 Leute im Netzwerk unheimlich viel Arbeit. Wenn ich verstanden habe, wie Social Networking geht, da sind 1000 Leute der Grund, warum ich lerne. Das ist der Grund, warum ich so jede Antwort kriege, die ich haben will. Das ist der Grund, warum ich einfach nur eine Frage stellen muss und die Leute streiten sich darum, die Antwort zu geben. Und zwar nicht mir, sondern untereinander. Also streiten sich drum, so weit sind wir noch nicht, aber es wird schon sehr sichtbar. Wer mag, kann nachschauen. Ich habe vor 3 Wochen habe ich mal über dieses Thema What, diese zweite Ebene, habe ich einfach mal aufgerufen und gesagt in meinem Netzwerk, Leute, lasst uns das mal diskutieren, hier ist mein Vorschlag. Und da waren innerhalb von einer Woche 22 wirklich, ich würde sagen, sehr hochkarätige Leute unterwegs und haben da unheimlich reichen Input gegeben. Content, das können Bilder sein bei Flickr, das kann YouTube-Video sein, das kann Text sein bei Snapchat, das, egal was es ist, Content. Und um den Content herum gibt es Feedback. Feedback ist Likes und Kommentare. Übrigens Echtzeit-Feedback, Gamification, wer das noch nicht so mal tiefer angeschaut hat. Bei Gamification geht es darum, intrinsische Motivation zu fördern. Und dazu zählt absolut notwendigerweise Echtzeit-Feedback, nicht Jahresdialog, Echtzeit-Feedback. Ja? Und Tagging, wir hatten vorher das Beispiel mit den Ordnern. Es geht nicht, ich kriege nicht eine Datei in 2 Ordner rein, aber ich kann eine Datei mit 200 Tags versehen und dann habe ich quasi diese Datei virtuell in 200 Ordner gelegt. Ich habe bei uns jetzt eine globale Datenbank aufgebaut, die keine Datenbank mehr ist, sondern das sind Wiki-Seiten mit Tags, Profile mit Tags. Das heißt, wenn einer heute hergehen will und sagt, wo sind die Ambassadors, die an der Uni waren und in dem Land sind und schon mal auf einer Ausstellung waren. Das sind im Moment 4 Klicks und zwar in Echtzeit. Kann jeder machen. Vorher musste man Datenbankzugriff haben, musste die Datenbank lernen, die musste gefüttert werden. Jeder war gestresst, dass er den Inputs machen muss, war nie aktuell. Und dann gab es auch nicht eine, sondern 5 Datenbanken. Das ist nochmal auch so ein Beispiel, auch Relevanz, wenn Sie Blogs vor und Wikis transparent haben. Wenn Sie dann mal sehen, oh, da sind 3000 Leute, haben sich das angeschaut. Dann haben 3000 Leute gesagt, interessiert mich. Oder Sie kriegen so und so viele Kommentare drauf. Das heißt, Sie können eine Frage stellen, machen wir im Moment, wir diskutieren gerade Flexibilisierung in der Continental, also Mobile Work, Time Models und Sabbatical. Rollen wir gerade weltweit aus. Und parallel dazu führen wir eine Diskussion. 100.000 Mails gingen vom Vorstand raus an jeden Mitarbeiter mit der Einladung, hey, lass uns mal reden. Wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Jetzt reden wir darüber. Das ist ein Forumbeitrag, das sind die Angst, dass von 100.000 Einladungen dann 50.000 Rückmeldungen kommen, kann ich Ihnen nehmen. Passiert nicht. Vernetzung hatten wir vorher bei der Produktgeschichte schon. Ich habe dieses Enterprise Social Network nicht alleine aufgebaut natürlich, sondern mit Vernetzung. Ich habe mir Leute gesucht, die mit mir die Welt verändern. Nicht ein Tool einführen, die Welt verändern. Die Kommunikations- und Zusammenarbeitswelt. Und die sind aus 36 Ländern, 400 Leute, da sind 200 drauf vor Ort. Wenn Sie wollen, da gibt es so ein YouTube-Video dazu. Wir haben den Kick-Off für diese Technologie-Implementierung in einer 1600 Quadratmeter Indoor-Beach-Volleyball-Halle gemacht mit 30 cm Sand. Die einzige Technik, die es gab, war ein Mikrofon. Es gab kein Handy, gab keine App, nichts. Mit denen haben wir Social Media eingeführt. Und das war das beste Team, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Die Einführung war 2011 bis 2013, damals als Projekt. Projekt hat ja als Grund für ein Projekt einen Endzeitpunkt. So, jetzt hatte ich am Schluss ein Netzwerk von 400 Leuten, hoch engagiert, unglaublich tolle Ergebnisse. Wir haben alle möglichen Awards gewonnen mit dem Ganzen. So, und dann standen sie da und gesagt, okay, kein Projekt, kein Sponsor, keine Kappa mehr, wir treffen uns nicht mehr. Was machen wir jetzt? Also habe ich das Netzwerk gefragt und gesagt, Leute, also für mich, wir sind noch nicht fertig. Change Management, da kommt normalerweise diese Kurve am Schluss, dieser Dropdown. Projekte hören nach 3 Jahren auf. Ja, super, Projekt geschafft. Mir hat jeder gesagt, Schirmer, wenn du jetzt nicht rausgehst aus dem Projekt, schadet es deiner Karriere. Mehr kannst du nicht mehr erreichen. Ich habe gesagt, dann schadet es mir. Das Projekt ist vielleicht fertig, aber die Implementierung ist noch lange nicht fertig. So, wir haben weiter. Ich habe die gefragt, ich habe gesagt, wie schaut es aus, bleibt ihr dabei?
die haben mich angerufen und haben gesagt, du Harald, meinst du, ich höre jetzt auf, weil ich keinen Auftrag mehr habe? Das ist ein Mindset. Ich habe verstanden, ich bin nicht allein in diesem Konzern. Da kommen zurzeit so Sachen raus. Vor zwei Wochen hat mich einer angeschrieben und gesagt, du Harald, ich weiß nicht, ob es dich interessiert, wir haben bei uns in Mexiko gerade versucht, Holacracy einzuführen. Ich so, bitte? Wie cool ist das? Also von sich aus einfach mal angefangen. Ein anderer ist hergekommen, haben eine Engagement-Diskussion geführt. Also, weil das wird ja immer so, ja, Engagement. Hat der drunter geschrieben, auf die Frage, was ist denn für euch Engagement? Sagt er, weißt du, wir bauen keine Sensoren, wir retten Leben. Dann habe ich gesagt, was machst denn du? Ja, ich löte Sensoren zusammen. Ich sag, und du stehst auf in der Früh und sagst, ich rette Leben mit meiner Arbeit. Wie geil ist das? Also natürlich lötet der, aber dem brauche ich nicht sagen, die Qualität muss stimmen, weil der weiß, wenn er die Lötstelle falsch macht, stirbt jemand. Also das ist ein ganz anderes Level und das kriege ich nicht gut kontrolliert. Im Endeffekt ist das meine Kernbotschaft, könnte man sagen. Ich bin so ein bisschen für 10% bedingungsloses Grundlerneinkommen für jeden. Und dazu zählt auch der Vorstand. Mitnehmen, wie kriege ich die Leute dahin, dass sie erstmal lernen. Und wir sind im Moment gerade dabei, digitale Transformation, dass jeder hergeht und alles Mögliche neu denkt. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Karottenanbau auf dem Mars. Wir wissen recht gut, wenn man auf der Erde Karotten anbaut. Und jetzt machen wir gerade richtig tolle Pläne, wie wir demnächst auf dem Mars Karotten anbauen. War noch keiner da? Aber wir machen da jetzt Organisationsveränderungen, wir stellen CDOs ein, wir machen alle möglichen Sachen, verändern unsere Prozesse. So, und dann steigen wir in die Rakete. Wir zünden die und dann fliegen wir eine ganze Zeit lang. Und dann stellen wir fest, oh, schwerelos. Und dann kommen wir da an und es ist plötzlich heiß. Hat man jetzt so nicht vielleicht auf dem Radar gehabt. Und dann stellt man plötzlich fest, dass Karotten eigentlich überhaupt ganz eine blöde Idee sind. Und das Werkzeug, das ich mitgenommen habe für diese Karotten, eigentlich, naja, halt Steine, hier wächst halt leider nichts. Muss ich mir vielleicht ein anderes Medium suchen. Aber das habe ich leider erst erfahren, als ich meinen ersten Fuß da drauf gesetzt habe und nicht einsink, sondern irgendwie so, okay, ist hier irgendwie anders. Wir wissen mehr über den Mars, keine Frage. Wir wissen aber auch schon mehr über digitale Transformation. Aber die Art und Weise, wie viele Leute im Moment agieren, ist, sie haben mit dem allem, mit dem sie gelernt haben in ihrer bestehenden Welt, die ganzen Werkzeuge, Methoden und Tools nehmen sie jetzt und meinen damit, die Zukunft lösen zu können. Und das funktioniert nicht. Das ist die Motorsäge oder die Axt, die scharf ist, dann eine Motorsäge draus geworden ist. Aber jetzt stehen wir auf dem Schiff. Und auf dem Schiff ist eine Motorsäge nicht wirklich ein gutes Werkzeug. Ja? Darf ich mal ganz ernsthaft fragen? Ja? Ja. Das ist natürlich auch ein Problem bei dieser Weiterbildung, dieser Wunsch der Formalisierung, also ja, das Abschluss zu formulieren, das ist ja dann in dem Zusammenhang auch nicht mehr von wo, beziehungsweise funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Das ist sicherlich gerade im HR eine große Herausforderung, weil das ja noch sehr präsent und auch nach wie vor ist, finde ich. Ja, also ich kann da eine Sache empfehlen, da haben wir auch einen ganz, ganz großen Verfechter noch da. Also wer sich quasi auf so eine Lernreise ganz pragmatisch begeben will, es gibt ein Lernsetting, das heißt Working Out Loud. Dauert 12 Wochen, ja, nicht 3 Stunden am Nachmittag, 12 Wochen. Jede Woche 1 Stunde mit 3 bis 5 Leuten geht man auf diese Lernreise. Da lernt man, was das Netzwerk, wie bahne ich Beziehungen an, wie baue und so weiter. Also nur John Stepper, Working Out Loud. Link ist da drin. Also das wäre so eine ganz pragmatische Möglichkeit, die unheimlich erfolgreich ist. Wir haben in Deutschland ungefähr 20 Firmen, da sind so ziemlich alle Top-Firmen drin, die das im Moment gerade machen. Das ist eine Möglichkeit, diese digitale Lernreise anzutreten. Wer von Ihnen ist auf Twitter angemeldet und macht pro Woche mindestens 3 Tweets? Okay. 40-30% grob. Haben wir vorher gesagt, ist einer der Bildungskanäle überhaupt. Warum? Was wir bis jetzt, die Art und Weise, wie wir neue Sachen gelernt haben, und wir reden ja jetzt von neuen Sachen lernen, das war, dass wir irgendwie gehofft haben, dass Bücher da sind, da gibt es ein gutes Buch. Also langsam gibt es Bücher, 3, 4 gibt es schon so ungefähr, oder vielleicht sind es schon 10. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo ganz, ganz viel passiert. Und wenn Sie in dieser Phase, wo ganz viel passiert, lernen wollen, dann gibt es keine fertigen Trainings in der Regel. Das heißt, Sie müssen von denen lernen, die es gerade ausprobieren oder Sie müssen es selber ausprobieren. So, und wo sind solche Leute unterwegs, die was ausprobieren? Walk the talk. Also Sie müssen da hingehen, wo diese Leute sind. Und die sind nicht in der Papierwelt und die sind nicht in der E-Mail-Welt, sondern die sind in der Social-Media-Welt. Das heißt, Sie können heute völlig umsonst, was Geld angeht, aber natürlich was Zeit angeht,
Können Sie Sachen lernen, das ist unwahrscheinlich. Ob Sie da TED-Talks dafür verwenden, ob Sie das Ganze mit Twitter, Facebook, LinkedIn, sonst was machen, das ist erstmal nebensächlich. Aber Sie müssen dahin, wo Wissen fließt, nicht dahin, wo Wissen liegt. Weil das macht nichts mit Ihnen. Aber das, wo Wissen fließt, wo es verbunden ist mit Menschen, wo Storytelling passiert, da haben Sie die Chance, quasi ganz, ganz schnell an diesen Puls zu kommen. Und damit wäre ich fertig und würde Sie einfach einladen, auf einen Mutanfall selber das zu lernen und im nächsten Schritt dann natürlich nach oben zu schauen und sagen, was können wir tun, dass die so schnell wie möglich das erleben. Dankeschön.